So now let's come to the third part of this e-lecture, which is about the management of the customer experience. I myself, I'm not an expert in that area, so I have asked one of my old friends to do an interview with us, and he will tell us more about how to collect data on the customer experiences and the customer journey, how to aggregate those data in order to make them useful for companies. Yeah, today I'm talking to Dr. Carsten Dittmar, who is a professional in data science and data management, and he will now explain to us what customers' journeys may look like from a data perspective. And I'm switching to German right now. You will have some subtitles so that you can follow our interview. Ja, hallo Carsten, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit hast, mit uns dieses Interview zu führen. Und ich würde dich bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen. Ja, du hast ja schon meinen Namen genannt, Carsten Dittmar. Ich bin seit 20 Jahren in der Beratungsbranche tätig und da ist eigentlich mein Fokus, halt aus Daten Mehrwert zu erzielen. Ich habe mich früh beschäftigt mit Themen wie Business Intelligence und Data Warehousing und bin jetzt so ein bisschen im Zuge der Zeit den aktuellen Technologietrends hinterhergejagt und kümmere mich jetzt um Big Data, Data Science, künstliche Intelligenz. Sehr schön. Kannst du dein Unternehmen einmal ganz kurz vorstellen und sagen, was es macht? Genau. Ich arbeite bei einem Beratungshaus mit dem Namen Alexander Tamm GmbH. Es ist die erste Data Science Beratung, die im deutschsprachigen Raum vor 7 Jahren gegründet wurde. Wir sind also ein spezialisiertes Beratungshaus, was sich auf die Themen Big Data, Data Science, künstliche Intelligenz konzentriert hat. Wir waren mal ein kleines Startup, sind mittlerweile über 100 Leute und fokussieren uns wirklich auf die Fragestellung, unseren Kunden dabei zu helfen, aus Daten Mehrwerte zu generieren. Super. Kannst du auch noch mal ganz kurz erzählen, was du in deinem Job machst? Ja, meine Rollenbezeichnung ist, dass ich Partner bin und Area Director West. Das heißt, aus dieser Position heraus bin ich fürs Business Development, für viele unserer Kunden in der westdeutschen Region zuständig. Ich bin beheimatet in unserem Office in Frankfurt und treibe da heraus halt unsere Kundenentwicklung, habe auch einige Kunden in meinem Portfolio, mit dem ich sehr intensiv tätig bin. Zudem beschäftige ich mich schon sehr intensiv und sehr lange aus einer strategischen Perspektive mit diesen Fragestellungen und leite deshalb bei uns auch die Strategy Practice und begleite natürlich auch Kunden in ihren Projekten, indem sie uns engagieren mit meiner Expertise. Mhm, prima. Und wer sind eure Kunden? Also jetzt keine Namen, sondern einfach nur, könntest du uns ganz grob skizzieren, wer eure Kunden sind? Ja, wir sind im B2B-Segment halt tätig. Das heißt also, wir beraten keine Endkunden, sondern wir beraten halt so große Konzerne. Wir haben da keine Spezialisierung hinsichtlich der Branche. Wir sind angefangen mit der Automobilbranche. Das Unternehmen ist in München beheimatet und im südlichen Bereich von Deutschland gibt es ja da doch den ein oder anderen Automobilhersteller, der zu unserem Kunden gehört. Sind allerdings auch im Manufacturing tätig, haben eine ganze Reihe von Maschinenbauern bei uns im Kundenportfolio. Unser größter Kunde ist eine Rückversicherung, also sind auch im Versicherungsbereich bei verschiedenen Häusern tätig, sind auch im Retail tätig, sind im Bankenumfeld tätig, sind bei verschiedenen Herstellern und digitalen Plattformen tätig. Von daher also ein breites Spektrum an Kunden. Da sind große Kunden, große Konzerne drin. Ich bin hier gerade bei einem großen Mobilitätsdienstleister in Deutschland bin dort aktiv. Da sind aber auch kleine Kunden drunter, kleinere Häuser, die vielleicht kleinere Autohäuser oder so, die sich auch die Frage stellen, wie kann ich eigentlich mit Kundendaten umgehen und wie kann ich da mehr rausholen. Mhm. Sehr schön, hört sich sehr spannend an. Wir haben ja jetzt in dieser E-Lecture das Thema Customer Experience und Customer Journey gehabt, wo es darum geht, die verschiedenen Touchpoints eines Kunden mit dem Unternehmen zu managen. Kannst du uns da vielleicht ganz abstrakt auch ein Beispiel nennen? Wie läuft das bei euch? Wie führt ihr die Kundendaten, die eure Kunden wiederum haben, zusammen und was macht ihr mit denen?
Das ist natürlich ganz individuell von Kunden zu Kunden natürlich ganz unterschiedlich. Und die Situation ist niemals die gleiche. Das macht es auch letztendlich spannend in unseren Projekten, dass jedes Haus da natürlich eine andere Erfahrung hat und ein anderes Umfeld bietet und halt auch eine andere Schnittstelle zu den Kunden jeweils hat. Das ist ganz spannend. Aber um es mal ganz platt zu formulieren, da haben wir derzeit ein relativ spannendes Plattform, ein relativ spannendes Beispiel aus dem Bereich der Haushaltsgeräte. Haben wir einen Kunden, der international im Bereich Küchenmaschinen aktiv ist. Und auch die springen auf den Trend Digitalisierung auf und haben in der neuesten Version ihres prominenten Küchengerätes halt diesen digitalisiert. Wir erhalten auf einer Plattform halt die gesamten Kochvorgänge und die gesamten Zutaten, was mit der Maschine aktiv passiert, von den Kunden, also von den Endkunden, aggregieren die auf einer Plattform, haben dafür eine digitale Plattform, eine IoT-Plattform entsprechend aufgebaut. Nun, wir machen das aber, nutzen diese Daten halt nicht nur, um historisch zu sehen, wer kocht denn gerade, wer backt denn gerade einen Kuchen und wer backt denn gerade ein Brot, sondern aus diesen Informationen kann man natürlich noch viel mehr machen. Das heißt, wir haben da eine Empfehlungsmaschine eingebaut, eine Recommender-Engine eingebaut, um, man kennt das vielleicht auch von der einen oder anderen digitalen Plattform im Web, um zu den Kunden, den Endkunden zu empfehlen, die Leute, die ihren Geschmack verfolgen, die und die Rezepte gekocht haben, die kochen im Wesentlichen auch vielleicht dieses Rezept. Wäre das nicht mal ein interessanter Tipp für dich? Das Ganze wird mittlerweile auch so vernetzt, dass wenn man halt so eine Empfehlung für ein folgendes Rezept bekommt, dass man gegebenenfalls auch automatisch und digital sich dann auch die Zutaten bestellen kann, die einem dann ins Haus geliefert werden. Und natürlich soll sich dann so eine Community daraus bilden, wo die Kunden auch interaktiv untereinander agieren, vielleicht neue Rezepte entwickeln. Und natürlich ist es für das Unternehmen auch sehr spannend, halt zu erfahren, hey, in welcher Frequenz arbeiten denn meine Endkunden mit meinem Gerät, um daraus dann halt auch eine Marketingansprache entsprechend abzuleiten und zu sehen, welche Kunden nutzen das Gerät sehr intensiv, welche Kunden nutzen es vielleicht in der letzten Zeit weniger intensiv, um sich dann entsprechende Maßnahmen auszudenken, Marketingaktionen auszuführen. Ja. Tolles Beispiel auch nochmal. Ganz herzlichen Dank für den Input. Übersetzt in unsere Customer Journey heißt es eben, der Kunde hat das Gerät bereits, ist in der Nutzungsphase und engagiert sich. Wir haben einmal noch die Stufe des Customer Engagements auch, wo sich der Kunde engagiert, sich vernetzt mit anderen Kunden untereinander und auch im Austausch mit dem Unternehmen ist. Und auch natürlich muss das datenmäßig gemanagt werden. Carsten, eine letzte Frage. Was sind denn so die Herausforderungen, die größten Herausforderungen für deine Kunden in Bezug auf diese Daten? Naja, die größte Herausforderung ist bei den meisten größeren Unternehmen natürlich, dass die Daten, wie sie mit ihren Kunden agieren in den verschiedenen Phasen des Customer Lifecycles, leider nicht integriert in einem technischen System vorliegen, sondern dass da meistens ein Haufen von Systemen daran beteiligt ist. Und jedes System hat einen Teil der Wahrheit und kennt einen Teil der Historie. Und viele unserer Projekte, bevor man mit innovativen KI-Methoden beispielsweise auf die Daten zugehen kann, um Kunden beispielsweise zu segmentieren oder optimale Ansprachen abzuleiten, viele unserer Tätigkeiten investieren sehr viel Zeit, erstmal diese Grundlage für die Anwendung von KI-Methoden, Data Science-Methoden zu schaffen, das heißt die Daten zu integrieren. Da gibt es heute halt so ein Schlagwort, früher hieß es mal Data Warehousing, leicht andere Facette, heute nennt man da Data Lake, wo man einfach versucht, die verschiedenen Quellen anzubinden und in einem zentralen System mal einfach zusammenfließen zu lassen. Da ist natürlich dann immer die große Herausforderung, dass ein Kunde, der in dem System A ist, in dem System B vielleicht mit einer ganz anderen Kennzeichnung versehen ist, dass man die nicht untereinander zusammenführt und dass vielleicht auch die Definition, was ist eigentlich ein Kunde, wann beginnt bei uns ein Kunde, wann ist es ein Neukunde, wann ist es ein Bestandskunde, in den verschiedenen Systemen semantisch anders verstanden wird und beim Zusammenführen stellt man dann fest, dass es vielleicht nicht zueinander passt. Das ist eigentlich im Moment die größte Herausforderung, das heißt technisch gesehen die Daten aus den verschiedensten Quellen zu integrieren, zusammenzuführen
um dann entsprechende Analysen darauf zu machen. Das ist aber nicht nur ein technisches Problem, sondern das ist auch natürlich ein organisatorisches Problem in großen Unternehmen. Ich sitze ja hier gerade in einem sehr großen Haus und in einem sehr großen deutschen Mobilitätsunternehmen. Da ist es natürlich dann sehr schwer, wem gehören eigentlich die Datenbestände, wer darf auf die Datenbestände zugreifen, ist es überall erlaubt von den gesetzlichen Vorgaben her, dass man auf die Daten zugreift, wer ist verantwortlich dafür, muss man sehr viel Gremienarbeit machen, muss man sehr viel begründen, muss man sehr viel erklären, bis man dann die Daten technisch zusammengeführt hat. Das ist im Grunde genommen, ich würde mal kleiner sagen, immer drei Viertel unserer Arbeit ist das Beschaffen von Daten und das Integrieren von Daten und dann natürlich auch die Daten verstehen. Denn das Domänenwissen, also das Fachwissen in dem jeweiligen Bereich, das haben natürlich immer dann unsere Kundenmitarbeiter und wir können das nur zum Teil verstehen. Das heißt, wenn wir dann mit unseren Algorithmen drauf loslegen und aus den Daten Erkenntnisse ableiten, müssen wir immer den Quercheck machen mit den Kundenmitarbeitern. Ist das eine Analyse? Ist das ein Analyseergebnis, was zutrifft? Beschreiben wir so eure Kunden korrekt? Oder stellen wir dort einen Sachverhalt dar, der eigentlich völlig trivial ist? Ich nenne dazu mal ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren mal für einen Automobilhersteller eine Analyse gemacht und haben festgestellt, dass der Außenspiegel immer nur in einem gewissen Produktion, dass Außenspiegel nur immer dann fehlerhaft waren, wenn sie aus einem gewissen Produktionswerk kamen. Wir sind mit dieser tollen Erkenntnis zum Endkunden gegangen und haben gesagt, schaut euch das an, ist es nicht total wahnsinnig? Offensichtlich ist in der Fabrik, habt ihr ein Problem bei der Produktion der Außenspiegel? Die Leute haben gelacht, weil sie gesagt haben, Entschuldigung, ihr redet da gerade von der Automobilserie, die genau in dem einen Produktionswerk nur produziert werden. Von daher ist es kein Wunder, dass alle Außenspiegel, die Defekte haben, aus diesem Produktionswerk kommen. Und diese Erkenntnis bringt uns überhaupt nichts. Das ist dann das Domänenwissen, was wir zusammen mit dem Kunden immer interaktiv dann besprechen müssen. Und dabei ist, wir nennen das ist eine Data Journey für uns, weil viele Prototypen, viele Ideen, die wir gemeinsam entwickeln, wenn wir sie dann wirklich hinterfragen mit Daten und hinterlegen mit Daten, dann gegebenenfalls auch dazu führen, dass die Leute schnell feststellen, naja gut, den Prototypen setzen wir dann nicht produktiv ein. Mhm. Also im Moment ist ja auch sehr viel noch Forschung und Entwicklung dabei. Das heißt, dass man Hypothesen an die Daten stellt, versucht diese Hypothesen in irgendeiner Art und Weise entlang der Daten zu begründen und dann mal schaut, ob die Erkenntnis einem weiterhilft. Das sind, glaube ich, gerade die großen Herausforderungen. Die Datenintegration auf der einen Seite und die Dateninterpretation auf der anderen Seite. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Das hört sich auf jeden Fall noch nach ganz viel Arbeit an. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch sehr, sehr spannend werden, wie sich das ganze Feld weiterentwickeln wird. Wir sind jetzt am Ende des Interviews und ich danke dir an der Stelle nochmal sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Insights mit uns zu teilen, weil ich hätte das niemals so wiedergeben können und wir sind auch nicht die Fachleute dazu. Und dann nochmal mit jemandem wirklich aus dem Business zu sprechen, ist sehr, sehr wertvoll für uns. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Now we're at the end of this e-lecture relating to customer experience management, and it's now time to wrap up what you've learned during this e-lecture. So let's look at the learning outcomes. So by now you should be able to describe the different routes of customer experience, and we have seen that in the timeline, in the arrow, where we went through the different phases of the upcoming of customer experience. You should also be able to define important notions relating to customer experience, such as the touch points and the customer journey. You should be able to explain the customer journey through the multiple touch points and apply also the customer journey model to one of your own practical examples. Here we have shown to you the example of the e-bike, but you should also be able to refer this model also to one of your own practical examples. Finally, we've heard about the customer experience management from the company's point of view, and we've heard about the basics of this management, collecting data, aggregating data about the customer journey, and you should be able also to discuss different challenges of the customer journey and the customer experience management.
So we're now at the end, and I thank you very much for your attention. And of course, you are also our customers, and you have made some experiences during this e-lectures, which is the customer journey for you. So we are also happy if you engage with us on social media, give us feedback, and say to us how you liked this video. Thank you.